So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake 2. So, wir sind jetzt hier immer noch in diesem TV-Studio unterwegs und wir können jetzt hier mittlerweile auch schnell speichern, beziehungsweise genau, manuellen Speicherstand anlegen. So, wir haben jetzt mal schnell gespeichert und wir wollen nach wie vor hier raus. Und ich denke mal, dass wir da dann einfach rausgehen können. Schuhkarton. Im Schuhkarton werden deine Gegenstände aufbewahrt. Alan kann von jedem Schuhkarton im dunklen Ort auf die gelagerten Gegenstände zugreifen. Okay. So, dann schauen wir doch mal, wenn wir jetzt hier hochgehen, was dann passiert. Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Wem denn sonst? Hier ist ja sonst niemand. Schauen wir doch mal. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben Tonnen. Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ah! Na, wie praktisch, dass wir da gleich diese Karte gefunden haben. So, können wir. U-Bahn-Pass. Der Ich Mann hab doch hatte gerade schon da. Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. So, wir haben. Gibt es hier irgendwo einen Stadtplan? Na, ich höre da doch schon wieder jemanden. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich gerade richtig laufe. Okay, gucken wir aber einfach mal. Hä? Irgendwas muss hier kommen. Aber ich habe das Gefühl. Der dunkle Ort ließ mich hier nicht durch. Okay. Da geht's nicht weiter. Dann gucken wir mal. Hä? Hier hängt doch bestimmt irgendwo ein Plan oder sowas. Weil. Closed Case, gucken wir mal. Ja. Ich höre euch schon, ich höre euch schon. Dann gucken wir aber Das einfach mal irgendwo Caldera Street hier. Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Da hinten ist auf jeden Fall ein Licht. Die große Frage ist nur. Vor mir am Ende der Gasse war ein Licht. Die Frage ist, kommen wir hier runter, zufällig? Aber weil das Schlimme ist jetzt auch gerade, die Sonne steht gerade so blöd, dass sie so halb auf meinem Bildschirm scheint. Und dadurch sieht man es jetzt natürlich ein bisschen schlechter. Okay, aber werde ich eh gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Stand es so auf der Seite geschrieben. Was zur Hölle? Oh, hey. Sie waren bei Door Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer?
hatte er sie geschrieben. Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals. Schauen wir mal, ist er noch da? Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse gestorben bin. Er hat mich wieder und wieder umgebracht. Sie werden es nicht bekommen. Sie glauben, sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Okay. So. Immerhin die Lampe haben wir jetzt mal. Und eine Waffe. Oh, wieder der Revolver. Dies war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detectives. Mhm. Gut, dann nehmen wir uns jetzt mal das Licht. Was nun Licht? Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Mist. Die Gasse war jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg, oder was? Ich habe das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Na gut, komm, wir probieren es einfach mal. Oh, es haut sogar hin. Zumindest für den Moment. Komm weg. Ja, ja. Fuck, komm. Oh je. Wer bist du und... Warum genau bringt das nichts bei dir? Es gibt keine. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt nur schießen. Na. Die Schatten verblichen. Verschwanden jedoch nicht. Sie wollten mich aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole und Taschenlampe wehren. Was haben wir da und dich auch noch? So. Okay. Ich konnte dann den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Wo ist denn der? Ist das da hinten? Oder was sollen mir diese flackernden Lichter sagen? Ja, ja. Ich versuche aber zu entkommen. Komm. Jawohl. Puh, so. Kurz ein sicherer Ort. Und dann nehmen wir das Licht mal wieder. Ah, okay. Dann nehmen wir das Licht eben nicht mit. Dann gehen wir so hoch. Gucken wir mal. Können wir. Da können wir nicht rübergehen. Hier können wir aber rübergehen. So, was gibt's hier? Da können wir oben rauf. Die Frage ist, sollen wir da oben rauf? So, gucken wir. Was willst du? Hm. Haben wir eine
neue Batterie wäre mal wieder nicht schlecht. Oh, gucke mal, was haben wir denn da? Heute, okay, Munition zumindest. Da können wir noch weiter rauf. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht dahin gehen. Passe das Echo ein, indem du dich in einem bestimmten Winkel näherst. Okay. Der Regen versuchte, die Sünden der Stadt wegzuwaschen. Doch die Sünden mancher Verbrechen waren unauslöschbar. Weder durch den Regen noch durch eine Therapie mit Dr. Jack Daniels. Sie blieben bestehen. Blaue Flecken unter meiner Haut wie Tattoos. Blutergüsse in meiner Seele. Narben in meinem Herzen. Es regnete unaufhörlich weiter. Und ich trank unaufhörlich weiter. Das ist nicht gut. So, hier geht's für uns aber auch nicht weiter. Naja, die sind hier sowieso wieder überall. Was willst du? Ja. Wo willst du hin? Nach Hause, ich will auch nach Hause. So. Schauen wir mal, wo kommen wir? Vorsichtig. Genau, vorsichtig. Haben wir hier noch, keine Ahnung, irgendwelche Vorräte oder irgendwas in der Art? Gucken wir uns hier nochmal eben kurz um. Ah, gucke mal, die Pfeile, die signalisieren schon mal Gutes. Wie springe ich denn überhaupt? Guck mal, das ist jetzt wieder die nächste Frage. Wie komme ich denn da jetzt hin? So, da haben wir dann auch nochmal eine Tür. Weil auf X passiert halt einfach nichts. Das nervt mich gerade schon wieder. Gut. Gehen wir hier nochmal eben rein. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendetwas? Ja. Oder auch nicht. Ist leer. Na super. So, und da gehen wir. Das ist immer ein Auf und Ab, die ganze Zeit. Und so ein konkretes Ziel. Ist hier irgendwo wieder so eine Telefonzelle. Und wo aus wir angerufen werden. Okay, offenbar sollen wir hier lang. Ah, gucken wir hier auch nochmal rauf. Was haben wir da? Okay, hier gibt es auch wieder nichts für uns. Was haben wir hier? Ah, guck mal, wieder ein gelber Pfeil, das ist schon mal gut. Okay, na gut. Jetzt nichts allzu Spektakuläres. Aber guck mal, besser als nichts. So, und dann gehen wir da mal wieder ans Licht. Ich glaube, da sollen wir dann hin. Probieren wir es. Mal. Jawohl. So, jetzt ist dann die große Frage von hier aus. Oh je. Was wollt ihr? Okay, können wir da durch, zufällig? Geht das? Ja. Aber dann sind wir jetzt ja eigentlich wieder genau da, wo wir angefangen haben. Jetzt sind wir wieder hier. Sind wir quasi einmal drum herum gelaufen. Boah. Na komm. Meine Güte, Alan, du sollst.
So. Na komm. Fuck. Bah. Nein. Oh. Okay. Weil hier muss es doch irgendwo einen vernünftigen Eingang geben, weil wir sollen ja da rein. So, warte mal, wenn wir jetzt hier... Na komm, eben wolltest du es doch noch. Eben wollte er noch das Licht da wegnehmen. Genau, wir haben absolut keinen Vorteil dadurch, dass wir da das Licht an- oder ausmachen. Wie schaut es hier aus? Ah, doch, weil... Hier ist der Weg dann verbaut. Was haben wir da jetzt? Ah. Okay. Aber hier haben wir dann trotzdem weiterhin nichts. Na. Nichts, was uns irgendwas bringen würde. Nicht real. Ich war an die Grenzen meines Traums gebunden. Ja, das habe ich schon verstanden. Was ist das da hinten? Da flackert doch auch noch irgendwas. So. Okay. So, da hinten ist auch nochmal so ein Fernseher, aber jetzt sind wir hier auch wieder eigentlich wieder völlig falsch. Das hilft uns nicht weiter. Wie gesagt, wir sind hier. Hier dürfen wir jetzt eigentlich völlig falsch sein. Stationary. Ich check's mit dieser Bahnstation tatsächlich immer noch nicht. Weil, wie gesagt, auch wenn wir machen jetzt hier nochmal das Licht hin. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach doch mal die Augen auf. Mach doch mal die Augen auf. So. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. Gucke mal. Also ich glaube, da werde ich gleich ein bisschen was rausschneiden. Gott, ist das dämlich. Gott, bin ich dämlich. Das ist ja... Oh, was haben wir da? Okay, haben wir... Dich. So, ein Licht finden. Gucken wir mal. Oh, wenn wir jetzt... Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir ein Licht herorganisieren können. Und zwar von hier hinten. Da nehmen wir eben das Licht weg. So. Okay, guck mal, da müssen wir jetzt hier. Zack. Jawohl. Der Zugang zum Bahnsteig war versperrt. Ich hatte ein Ticket. Das ist schön. Und das Fach ist leer. Genau, Ticket reinstecken. Bam. So. Etwas am Bahnsteig kam mir bedeutsam vor. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halb vergessene Erinnerung. Ein Echo. Was haben wir da? Ein Ausgang. Können wir jetzt von hier das Licht wieder mitnehmen? Ja, können wir, aber das bringt uns nichts. Das ist kontraproduktiv. Okay. Dann müssen wir hier.
eine bevorstehende Vision. Ich musste sie aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Ah, okay, aus dem richtigen Blickwinkel. Was ich glaube. Ach so. Oder? Nee. Also das da ist schon das Ding. Jetzt brauchen wir halt nur noch den richtigen Winkel. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir... Passt das Echo ein, indem du dich... Ein FBI-Agent war vor mir hier und einem Mörderkult auf der Spur. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Der Kult hinterließ mir Hinweise von einem Tatort zum nächsten. Und durch das Verbinden der Orte ergab sich auf der Stadtkarte ein grobes Bild. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patrone denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detective. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Mhm. Du hast dein erstes Handlungselement eines Echos entdeckt. Du kannst es mit der Handlungstafel zur Realität umschreiben. Na, gucken wir doch mal. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Ich vereinte sie zu einer Geschichte, um einen Weg in die Tiefe des dunklen Ortes zu erschaffen. Mhm, okay. Ja, X. Dinge ergaben auf einmal Sinn. Die Geschichte klang glaubhaft. Ein Fortschritt. Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Sehr gut. Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hatte ihn verschlungen. Mhm. Okay, dann folgen wir der Blutspur weiter. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Super. Okay. Na, wo sind denn die Spuren hin? Genau, da sind sie, so. Und dann hören die auf einmal auf, ja? Na gut, gehen wir trotzdem einfach mal weiter. Die Blutspur führt ihr immer weiter in die Dunkelheit. Na, willst du wohl? Offenbar willst du nicht. Was haben wir da? Können wir da rein? Ah, guck mal. Puh. Ah, hier haben wir wieder eine Blutspur. Okay. Dann gehen wir weiter. Mist. Das hört sich nicht gut an. Nope. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir ein Safehouse. Nicht schlecht. Und haben wir hier gerade noch... Ah, guck mal, eine Karte. Sehr gut. Eine U-Bahn-Karte. Können wir uns eigentlich auch gleich mal angucken. Okay. Also wir sind da. Wir kommen von hier. Und da sollen wir dann vermutlich irgendwann mal hin. Gut. Na, ich würde sagen, ich speichere dann jetzt auf jeden Fall erstmal. Und wir machen hier... Erstmal ein Cut, ich muss mal gucken, was ich da jetzt rausschneide, weil, ja gut, wenn wir da zweimal im Kreis laufen, das brauchen wir uns nun nicht antun. Ihr werdet das fertige Produkt dann ja sehen. Na gut, Leute, dann bedanke ich mich erstmal wie immer fürs Zuschauen und dann, ja, ich denke mal, werden wir morgen dann erst wieder weitermachen. Meine 10 Folgen am ersten Tag sollten reichen. Also, wie gesagt, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.